Weiter geht's mit The Legend of Zelda. Meines Erachtens sollte hier irgendwo ein Laden sein. Genau. Ich habe mir extra 68 Rubine gesammelt, um mir diese Medizin kaufen zu können. So, den Dungeon haben wir letztes Mal schon gesehen. Und jetzt mal ein kleiner Trick, auch wenn es komplett unnütz ist. Wenn man sich einfach hier von der Seite dagegen läuft, kriegt man erstmal keinen Schaden. Und wenn man da die ganze Zeit A spammt, sind die Ästen besiegt oder so. So ein kleiner Tipp. Ist zwar jetzt nicht schwierig herauszufinden, aber... Naja. Hier geht's erstmal rein. Oh shit. Die leben alle. Warum bin ich da gerade dagegen gelaufen? Niemand weiß es. Niemand will es beantworten. Ich nehme zuerst die verschlossene Tür. Upp. Bin ich geschützt? Gegen diese mit meinem... Okay, waren das alle? Mhm. Oh shit, das habe ich gebraucht. Kompass, nice. Ganz da oben, okay. Ich hasse sowas, um ehrlich zu sein. Ich denke, ich brauche nichts Besonderes, das zu hassen. So kann man abblocken, den Shit. Schlüssel und Tür hat sich von allein geöffnet, cool. Junge, nein, oh, ich hasse diesen Raum. Ja, man ist geschützt. Nein, fuck, fuck, oh, fuck, war das knapp. Wenn mein scheiß Schild weg ist, bin ich buchstäblich im Arsch. Wenn ich mir dann für 80 Rubine oder so ein scheiß Holz kaufen muss. Und das Geld habe ich nicht. Ich bin ziemlich arm. Oh, Junge. Fee. Die heilt mich fast gar nicht, fällt mir gerade auf. 5 Rubine, Junge, das war es einfach null wert. Das war es nicht mal im Ansatz wert. Holy shit, was soll die Scheiße? Ja, alles klar. Einfach YOLO draufhauen. So funktioniert's. Ich bin froh, bisher noch kein Schilddiebstahl erfahren zu haben. Okay, ein Rubin. Ich bin knapp bei Kasse, ich brauch den. Ah, ich bin paralyzed. Karte, yes. Das ist übrigens ein Drache sein. Ich weiß nicht, welche Drachen so aussehen, aber es soll einer sein, zumindest. Und da geht es nach unten und so weiter. Ah ja, hier geht es nach unten. Das ist wohl wahr. Ich gehe mal rein. Ah, es ist dunkel. Ich hasse es. Da ist aber ein Schlüssel drin. Ich wüsste halt gerne, ob das was bringt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, um die zu besiegen.
Ich hab's eingesetzt. Ja, Continue. Ich muss kontinuieren. Alter. Gut, habe es halt nicht eingesetzt. Selber schuld. Na, dann setze ich es auch nicht ein. Das kannst du vergessen. Aber dem Scheiß geht's ja. Ich renne Hauptsache wieder rein. Zack. Easy, easy. Bam, bam. So, was ist hier oben? Hier ist bestimmt ein Tipp. Ja. Aim at the eyes of Goma. Goma, keine Ahnung. Goma, der Boss dieses Dungeons. Cool. Ah, nein, jetzt muss ich das alles nochmal durchlaufen. Wo war ich noch nicht? Okay, dort 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich die alle nochmal ziehen? Ja, ich weiß jetzt wenigstens, dass es nichts bringt. Na gut, die besiege ich. Die haben es verdient, besiegt zu werden. Weil sie so cool sind. Ich weiß nicht, ob das ja mein Troll war, dass sie die eingebaut haben. Das ist ein schön kostenloses Leben, sag's mal so. Zumindest eine kostenlose Wahrscheinlichkeit auf Leben. Oh fuck. Naja. Der Wurken. Da geht's auf jeden Fall erstmal nicht rüber. Das sagt mir aber nicht viel, deswegen spring es mal weg. Okay. Geht's hier rüber? Ja, geh weg. Ich verachte dich. Erstmal etwas Enlightenment. Dann sterben. Das gehörte zum Plan. Das gehörte zum Plan tatsächlich. Ich bin gleich wieder da. Ich schneid's raus. Und ich bin zurück. Und gehe aus Versehen wieder aus. Ja, ich renne immer rein. Das ist dumm, was ich mache eigentlich. Ich kann nicht schlagen. Das ist eine Scheiße. Ich kann ja mal speichern. Oh nein, jetzt bin ich hier. Oh fuck. So, nächster Versuch. Ich habe fast volle Leben. Aus dem Grund, weil... das will ich kurz erklären. Ich bin auf Speichern gegangen, statt auf Neustart. Und da wurde ich zurückgesetzt an den Start. Und dann konnte ich kurz zu der Fee gehen, um mich zu heilen. Weil es halt... auf dem Weg lag. Also eigentlich nicht, aber das war jetzt nicht viel, was ich noch neu machen musste. Ich bin schon wieder ins Feuer gerannt. Ich hasse es. Da ist eine Bombe. Noch eine Bombe. Stop. Ach man. Ich werde wieder drauf gehen. Nice. Das habe ich so sehr gebraucht. Perfekt. So, hier gibt es ein neues Item. Nein, gibt es nicht. Ist nur eine Abkürzung oder ein anderer, also ein Weg halt einfach irgendwo anders hin. Fuck, wo bin ich jetzt? Ich kann nicht hitten. Ah.
werde den mal killen. Ich glaube nach unten, denn das andere ist der Weg, von wo ich gerade kam. Zack, zack. Genau, erstmal erleuchten. Die Erleuchtung ist nahe. Was? Alter, das war gemein. So komisch rumzuhüpfen, das geht echt gar nicht klar. War ich nicht hier vorhin? Nein! Ich war auf der anderen Seite. Okay, mir ist eingefallen. Die blauen Porten sich nicht, ist mir aufgefallen. Gut, ich gehe mal hier runter. Ich muss mich heilen. Sehr gut. Eigentlich schlecht. Eigentlich wollte ich das nicht. So. Der Raum war ziemlich wasted. Hier ist überhaupt nichts los. Okay. Ist jetzt hier der Boss? Hier ist der Boss. Ich werde den Boss wohl machen. Aber ich weiß nicht, wie er geht. Ich probiere es trotzdem mal. Ich werde einfach mal mit dem Schwert draufschlagen. Das hilft nicht. Ich gucke jetzt einfach nach. Goma ist one of the easiest boss in the game. Okay, ich weiß, was ich machen muss. Er muss seine Augen erstmal öffnen. Jetzt. Perfekt. Was machst du im Rest des Dungeons? Weil ich habe ihn noch nicht genug erkundet. Ich denke mal, ich hole mir erstmal das Triforce und dann gehe ich nochmal rein und gucke mich nochmal um. Genau. Ja, es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht vorbei. So, was habe ich noch nicht gesehen? Oben. Eigentlich oben. Ja, ich weiß, wie ich hinkomme. Ich gehe hoch am ersten, also schnell ist raus. So, schlechte Neuigkeiten, ich habe mein Schild verloren. An so einem Vieh hier. Das war echt schlecht, was ich abgezogen habe. Bin richtig dumm reingerannt. Jetzt kriege ich auch Schaden von so einem Scheiß, deswegen. Fuck, Junge. Dieses fucking Schild. Warum muss es weg sein? So, ich hab's in einen neuen Raum geschafft, aber wie man an meinem Leben sieht, wird das wohl nicht lange halten. Oh fuck, Alter, ich bin so dämlich. hier kann ich vielleicht das wegsprengen. Kann ich tatsächlich. Hat der einen Tipp? There are secrets where fairies don't live. Das verstehe ich nicht ganz, was er damit meint. Das verstehe ich tatsächlich nicht, was er damit meint. Habe ich jetzt alles gesehen? Aber ich zähle einfach die Räume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 14 plus 5, 19, 23,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 plus 5, 20, 24. Was? Gut, ich habe alle Räume gesehen. So, das war's mit dem Part. Das Ende war chaotisch. Und ja, bis zum nächsten Part.